Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video aus Köln. Ich habe mir jetzt zur Angewohnheit gemacht, ich denke gar nicht mehr nach, wenn ihr das Intro macht. Das ist am besten. Hä? Wir sind in Köln, wir testen den Nummer 1 Döner von Lieferando. Der ist auch gewählt, also da haben glaube ich 110.000 Leute abgestimmt. Das finde ich das Krasse. Das kommt nicht von ungefähr, also der muss eigentlich heftig sein. Wir werden ihn einmal vor Ort testen, einmal geliefert. Und ja, wenn ihr Aufnahmen von vor Ort seht, weil wir werden ihn holen. Mein Kollege Alex wird den undercover rausholen. Moin, mein Lieber. Da haben wir nicht mit gerechnet, ne? Ja, ja. Da haben wir nicht mit gerechnet. Der hat meine ersten 3 YouTube-Videos gemacht, for free. Ersten vier. Ja. Der ist zuständig, müsst ihr euch vorstellen, dass ich überhaupt alles möglich gemacht wurde, weil ich hatte keinen Cent und er ist Kameramann, er hat alles for free gemacht, eingefickt, meinen YouTube-Kanal gemacht. Danke dafür nochmal, Bruder. Sehr, sehr gerne. Bin froh, was draus geworden ist. Ja, Mann. Ja. Du wirst undercover rausholen. Wir waren gestern noch in der Sauna, wir haben Kaffee, Joghurt, Salzpeeling im Gesicht gehabt. Nee, falls ihr euch wundert, warum ich so einen geilen Turn habe, das kommt daher. Ja. Und man sieht es uns auch an, dass wir uns gestern Nacht gesehen haben. Ja. Alex, ich würde sagen, wir starten direkt durch. Lasst gerne den Daumen oben knallen, wenn euch das Video gefällt. Natürlich auch nur dann. Nee, auch sonst. Auch sonst. Auch sonst. Und einen Kommentar da, was wir noch testen sollen und wie euch das Video gefallen hat. Und dann holst du den raus und dann blenden wir zeitgleich gleich ein paar Szenen aus. Den Döner. Alles klar. Ja, ja. Das verstehe ich. Okay. Da ist er, ja, den direkt auf die Hand. Zeig mal her. Ich bin einfach gerade rausgerannt und wollte so vergessen zu bezahlen. Ehrlich? Ich so, jo, alles klar, danke. Ja, 7 €. Das sieht aber gut aus, ne? Also ich filme nochmal von hier, ich weiß nicht, wie das Licht gerade steht. Ich habe gerade so ein Fleischstück, das habe ich probiert, war echt gut. Aber ich will dich nicht beeinflussen. Okay. Ich weiß nicht, ob mir meine Fantasie einen Streich spielt, aber diese Köln-Vibes vom Döner, der hat direkt... Ich rieche den schon, der riecht anders als, keine Ahnung, als die Hamburger Döner, als die Berliner Döner, als alle anderen Döner. Der hat komplett andere Vibes direkt. Auch das Fleisch sieht schon anders aus. Sehr stark gewürztes Fleisch, ultra stark gewürzt, aber schöner erster Eindruck, schöne Soßen. So viel kann ich sagen, mich überrascht, eine sehr penetrante, ich sag's mal, penetrante Säure, die mich etwas irritiert, aber nicht mal unbedingt negativ. Der hat spezielle Vibes. Das ist schon anderer Döner, Leute. Wie ich vorhin gesagt habe, ihr habt ja einfach, ich glaube, 110.000 Leute, die da abgestimmt haben, um diesen zum Besten in Deutschland zu machen. Das hat schon Hand und Fuß. Da ist schon irgendwo, muss da was dran sein, ja, dass dieser Döner gut sein muss. Leichte Berliner Soßen-Vibes. Kurz vorm Auseinanderbrechen, aber nicht auseinanderbrechen. Wir werden jetzt gucken, wie er geliefert performt. Der Döner kurz zusammengefasst. Berliner Soßen-Vibes, dieses, wo ich gesagt habe, Säure, ist viel besser beschrieben mit einer Säuerlichkeit. Das ist nicht so diese typische Säure, die man kennt vielleicht vom eingelegten Salat oder irgendein Essig, sondern es ist wirklich eine Säuerlichkeit, die ich aber jetzt rückwirkend am Ende des Döners als positiv sogar bewerten würde. Schöne Frische, geil mit den Gurken. Bewertung kriegt ihr am Schluss. Wir werden jetzt fix den bestellten Döner testen und dann gucken, ob der auch so performt. Lasst euch überraschen, lasst euch überraschen. Also, ja. Wir sehen uns gleich. Alex, sag mal, waren die freundlich und so? War das alles fein im Laden? Ja, die hatten so viel zu tun, waren busy. Mhm. Aber im Großen und Ganzen alles ganz entspannt. Ganz normal, wie man es kennt. Okay. Ganz normal im Dönerladen. Geil. Adam, hast du wieder? Mein Lieber, grüße dich. Hallo. Hallo, ich wollte gerne eine Lieferung aufgeben. Ich komme bei Lieferando, bitte. Bei Lieferando direkt? Ja. Ah, alles klar, mache ich. Dankeschön. Danke. Tschüss. So ein Scheiß. Hast du Lieferando-App? So ein kacke Lieferando bestellen. Ich muss, soll ich das vielleicht nicht sagen? Doch, ich hasse das, da zu bestellen. Lieferando. Kurz vor euch auch nochmal beim Liefern. 2 € Lieferkosten, 7 € der Döner. Den bestellen wir jetzt natürlich ein paar Ecken weiter. Ich habe mir eine Adresse da in gewisser Entfernung rausgesucht. Und ja, jetzt sehen wir uns gleich beim bestellten Döner. Also wir gehen jetzt noch mal ein paar Meter. Also ich weiß nicht, wer da schuld ist, aber wir warten schon eine halbe Stunde, warten wir locker, ne? Ja, auf jeden Fall. Halbe Stunde, also gut. Sollen noch 20 Minuten warten. Also ich würde mal sogar sagen, wir warten ein bisschen länger. Zum Schluss Stunde Wartezeit ist schon hart für einen Döner. Aber darum geht es jetzt heute nicht. Wir checken ab, ob der Döner schmeckt. Aber trotzdem nervig.
Ihr hättet eben mitkriegen sollen, Leute, wie wir uns über unsere Bauchtasche unterhalten haben. Welches besser? Müsst ihr mal irgendwo in die Kommentare schreiben. Welches besser? Wie Leute, der Bauchtaschen-Influencer. Ja, der Bauchtaschen-Influencer. Partner muss rein. Wie die Frauen über Handtaschen haben wir uns unterhalten. Die schmiegt sich an, sagt er so richtig. Ja, ist so, ist so. Gucken wir mal. Wir haben den bestellten Döner da. Also ungefähr eine Stunde hat es gedauert, sagen wir mal so. Scheißegal, darum ging es uns jetzt nicht. Wir haben einen schönen Spaziergang gemacht. So, guck mal hier direkt rein. Wir haben genauso bestellt wie auch im Laden. So, ich hole das mal alles raus und könnt ihr nochmal gucken. Leicht kühl schon, obwohl wir, sage ich euch ehrlich, das ist vielleicht... Mit Auto ist das ein bisschen nervig, hier hinzukommen, aber nicht länger als 5 Minuten Fahrtweg. Haben wir ein bisschen gespart, aber Döner ist schon leicht kalt. Naja. Was ich jetzt noch gemerkt habe, was mir vorhin nicht aufgefallen ist, ist der Sesam. Kommt gut. Also ich denke, Leute, uns ist allen klar, dass es frisch besser ist. Ne? Das ist jetzt auch keine Überraschung. Ich muss nur den Vergleich machen zu frisch auf die Hand, zu geliefert. Und dass es frisch auf der Hand natürlich besser ist, ist klar. Und so, wie ich es mir gedacht habe, bestätigt sich auch, das Brot ist ein bisschen trockener. Man merkt, es ist nicht mehr so frisch, es ist nicht mehr so heiß. Die Geschmäcker kommen nicht mehr so stark durch vom Fleisch. Gefühlt macht es den Salat sogar noch ein bisschen madiger. Das ist jetzt im Moment, da in der Alufolie gehockt hat, wollte ich gerade sagen. Verbracht hat. Krass, also das ist ein meilenweiter Unterschied. Ich hätte nicht gedacht, dass es so krass ist. Also zur Bewertung vom Döner eben, wirklich guter Döner. Im Selfmade-Ranking hätte ich sogar eine 8-1 gegeben. Ah, sogar mehr hätte ich. Hätte sogar eine 8-3 gegeben. Das ist ein starkes Ding. Fleisch war wirklich aber überwürzt. Das war schon ziemlich doll, schon ziemlich krass gewürzt, aber tragbar, intensiv geballert, guter Döner. Dieses Ding, ich brauche da gar nicht groß reinbeißen. Das ist, was es ist, ein bestellter Döner. Alufolie. Ich weiß noch nicht, wie lange der Lieferando-Typ gebraucht hat, ob der noch woanders hingefahren ist, aber der ist kalt. Der ist einfach nur, ja, jetzt nicht fade. Das Brot ist nicht kross, das ist einfach schon matschig. Das ist nichts. Also Döner ist, glaube ich, einfach nicht dafür geschaffen, geliefert zu werden. Also so gefällt er mir gar nicht. Da ich beiß noch ein, zwei Mal rein, gebe euch eine Bewertung. Ich kann jedem nur empfehlen, diesen Döner vor Ort zu holen. So kann ich eigentlich nicht mehr als 5 von 10 Punkten geben. Gar nicht stark. Ja, hätte ich ihn jetzt so bestellt, wirst du Lieferando Nummer 1, hätte ich gesagt, Lieferando, was labert ihr für Scheiße, wollt ihr mich verarschen? In dem Sinne, Leute, haben wir unser Urteil eigentlich gefällt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst den Daumen oben knallen und lasst mir einen Kommentar da, wie euch das Video gefallen hat. Dann sage ich bis zum nächsten Mal.